darf ich für dieses Jahr ein letztes Mal um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Wir wollen einen letzten großen Versuch wagen. Ich begann damit, dass ich sagte, wir wollen alle den Versuch wagen. Wir wollen Kulturacker in den Austausch pflegen und jetzt auch etwas gemeinsam schaffen. Und zwar in einer Podiumsdiskussion. Wir freuen uns das Vergnügen, diese Podiumsdiskussion moderieren zu dürfen. Mein Name ist Stefan Andreas Kastor. Ich bin einer von zwei Chefredakteuren des Tagesspiegels. Mein Freund und Kollege Lorenz Marwitz sitzt da hinten. Das freut mich besonders. Dieses Abschlussforum widmet sich dem Thema Perspektiven der Kulturfinanzierung bis 2025. Das ist sehr ehrgeizig. Keine Angst, wir werden nicht zwei Stunden darüber diskutieren, werden aber doch versuchen, in einer gebotenen Zeit am Ende drei, sagen wir, kulturpolitische Forderungen zu formulieren. Ausgehend von drei Fragen, die Podiumsteilnehmer, die ich jetzt gleich nacheinander vorstelle und wie beim Oscar dann zum Platz nehmen, bitte. Drei Fragestellungen, die wir dann. Können Sie mich alle verstehen oder klingt das komisch? Jetzt schon besser? Immer noch nicht besser? Besser? So? Wenn Sie nicht aufpassen, singe ich. Das wollte ich sowieso machen. Das ist nämlich ein Teil dessen, was auf dem Podium nachher zu hören sein wird. Lauter Menschen, die was mit Musik zu tun haben. Gut, drei Fragestellungen schulde ich Ihnen noch. Gibt es einen Kulturmarkt mit den üblichen Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage? Zweite Frage, welche Zukunftsperspektiven gibt es für die Kulturfinanzierung bis zum Jahr 2025? Und drittens, welche kulturpolitischen Rahmenbedingungen können diese Perspektiven ermöglichen? Das sind die drei Fragestellungen, zu denen Sie dann von jedem einzelnen Podiumsteilnehmer etwas hören werden. Wir beginnen mit Frau Dr. Franziska Lendwig. Kommt aus der Nähe, würde ich mal sagen, aus Potsdam und ist seit März 2015 Geschäftsführerin des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, dem BDI. Hat Musik studiert in Dresden und anschließend an der Musikschule gearbeitet. Außerdem war sie vorher Geschäftsführerin und Direktorin des Bachhauses in Eisenach, da wo Bach geboren wurde. Bis 2015 war sie in der Stiftung Stadtmuseum Alleinvorstand und das ist hier Berlin. Liebe Frau Lendwig, herzlich willkommen, wenn Sie in der Mitte Platz nehmen möchten. Wir gehen weiter zu Professor Dr. Stefan Rucht. Seit 2015 ist Stefan Rucht der künstlerische Leiter des Siemens Arte Programm, Arts Programm und Global Head of Sponsoring der Siemens AG. Sie merken, der Anglizismus hält überall. Also. Vorher war Stefan Rucht Geschäftsführer des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, im BDI. Er hat dirigieren gelernt und er dirigiert außerdem. Er ist Autor und Dirigent und all das, was ihn für Kultur interessant macht. Er ist gewählter Vertreter der Dirigenten und künstlerischen Produzenten in der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Wenn Sie da Platz nehmen möchten. Keine politische Einordnung. Dr. Hagen Lippe-Weißenfeld aus Leer in Niedersachsen. Hat eine Banklehre gemacht, hat hier an der FU, aber auch an der HTW studiert, Betriebswirtschaft und Politikwissenschaft, aber promoviert, und jetzt kommt's, an der Freien Universität Berlin zu dem Titel Das Klavier als Mittel gesellschaftspolitischer Distinktion, kultursoziologische Fallstudie zur Entwicklung der Klavierbauindustrie in England und Deutschland an den Beispielen Broadwood und Bechstein. Außerdem war er Vorstandsassistent der Bechstein Piano Forte Fabrik. Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen. Professor Dr. Oliver Scheidt wird Ihnen schon das eine oder andere Mal hier in diesen Räumlichkeiten und darüber hinaus begegnet sein. Musik studiert und Rechtswissenschaft. Außerdem Ruhr 2010 groß gemacht. Ruhr 2010. Haben wir auch mal ausgezeichnet, wenn wir.
Und er ist Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft. Außerdem führt er die Kulturexperten Dr. Scheidt GmbH als Inhaber. Und er ist Berater für so viele kulturpolitische Institutionen, manche auch, für manches Mal auch für Politiker. Und wir begrüßen ihn, weil er uns heute hier beraten kann. Vielleicht bei den kulturpolitischen Forderungen, die er dann irgendwann an sich selber stellen muss. Wenn Sie da bitte Platz nehmen. Andreas Schulz, Professor Dr. Andreas Schulz, hat in Hamburg Musik- und Literaturwissenschaft und Musikpädagogik und Erziehungswissenschaften studiert. Außerdem hat er beim Schleswig-Holstein Musikfestival für die pädagogischen Bereiche der Meisterkurse Verantwortung übernommen. Und nun ist er der Chef des Gewandhauses, kann man das sagen? Ja, er ist der Chef des Gewandhauses und ist als solcher hier, uns aufzuhelfen. Wenn Sie bitte da passen. Jetzt müssen sich alle den Beifall verdienen, denn von Ihnen sind kleinere oder auch längere Eingangsstatements verlangt. Sie sind ja doch eingestimmt worden. Ich sehe in Ihren Gesichtern, dass das Ihre größte Freude ist. Unter den drei Fragen. Ja, deswegen habe ich mich hier hingestellt. Unter den drei Fragen, die ich vorhin formuliert habe, soll ich sie nochmal vortragen oder haben Sie alle noch im Kopf? Wir haben sie alle noch im Kopf. Wer möchte beginnen? Vielleicht von hinten. Und dann arbeiten wir uns nach links von Ihnen aus und dann nach rechts. Da ich zuerst auf die Bühne durfte, lasse ich jetzt mal einem Herrn den Vortritt. Und dann beginnen wir da und arbeiten so. Ja? Jetzt geht das hier nach Alter oder wie? Also gut, die erste Frage. Gibt es einen Kulturmarkt mit den üblichen Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage? Da würde ich zunächst die Frage stellen wollen, was sind überhaupt Marktmechanismen? Wenn wir also das Marktgleichgewicht definieren als Angebotsmenge gleich Nachfragemenge, dann gilt die alte Regel, je niedriger der Preis ist, desto mehr Käufer sozusagen treten auf und desto weniger Verkäufer treten auf und das gleiche analog. Andersrum, je höher der Preis ist, umso mehr Anbieter und weniger Nachfrage. Das heißt also, Preis ist die gleichgewichtsbildende Variante. Der Preis, der zum Marktgleichgewicht führt, wird also als Marktpreis bezeichnet. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass man den Kulturmarkt aufspalten muss, wenn man über diesen Begriff, der sehr weit ist, spricht. Und da müsste man schauen, darunter tun sich Teilmärkte auf, der Kunstmarkt, der Sponsoringmarkt, der Bildungs- und Vermittlungsmarkt, der inzwischen sehr kommerzialisiert, aber auch zum Teil noch non-kommerzialisiert ist. Also wir müssten, wenn wir darüber diskutieren wollen, theoretisch über diese Teilmärkte diskutieren. Das würde mir jedenfalls Freude machen. Die zweite Frage betraf die Zukunftsperspektiven für die Kulturfinanzierung bis zum Jahr 2025. Ein 10-Jahres-Zeitraum ist in der Tat weit gefasst, das hat Herr Kastorf schon gesagt. Insbesondere, wenn auf der Hälfte im Jahr 2020 das Zauberwort Schuldenbremse seine Wirkung entfalten wird. Insbesondere für die Länder ist das ein riesiges Thema. Wir spüren das. Wir sind eine mit der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen aktuell. Das ist also eine 100%ige Landesstiftung. Und da merken Sie, wie wir auf die Zielgerade hin zur Schuldenbremse einbiegen. Es gibt aber auch ermutigende Elemente. Ein immer stärkerer einsetzender Dialog. Ein hoffentlich ehrlicher Dialog der Stakeholder zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft setzt notwendigerweise ein. Wir brauchen meines Erachtens einen immer stärkeren Mix aus staatlicher und privater Kulturfinanzierung mit einer klaren Aufgabenverteilung. Ich glaube, dass eine fokussierte Förderpolitik notwendig ist, mehr denn je, inklusive Anreizsystemen, Kofinanzierungssystemen etc. Und der Zusammenschluss der Kulturinstitutionen, also wir üben den Schulterschluss, ist nicht nur notwendig, sondern auch ein branchenübergreifender Zusammenschluss der Kultur mit anderen angrenzenden Bereichen, Tourismus, wir haben da heute viel gehört, Wirtschaftsförderung, vielleicht auch manchmal im Sport, also Berührungsängste ablegen, sich sozusagen zusammenschließen, das kann die Zukunftsperspektiven in jedem Falle verbessern. Die dritte Frage heißt, welche kulturpolitischen Rahmenbedingungen können diese Perspektiven ermöglichen? Ich glaube, dass die Kulturpolitik für sich selbst die Haltungsfrage und die Relevanzfrage klar und deutlich vernehmbar beantworten muss. Also wir müssten sozusagen selber anfangen, indem sich Kulturpolitik in jedem Falle wieder viel stärker als Gesellschaftspolitik, als Demokratiepolitik definiert
und ihre Unverzichtbarkeit verdeutlicht und sich auf zeitgemäße Weise in alle gesellschaftlich relevanten Themenfelder einklingt. Halte ich für unabdingbar. Konkret können wir hier und da Kulturentwicklungspläne entwickeln, kommunal, auch auf Landesebene, die können hilfreich sein. Ich glaube auch in jedem Falle, dass wir auch Vertrauen schaffen, indem wir mehr Transparenz schaffen, staatlicherseits, insbesondere bei der Mittelvergabe, sozusagen das Anreizsystem einer Transparenz kann helfen, denjenigen, den Zuwendungsgebern mehr Sicherheit und Klarheit zu verschaffen, für was eigentlich Gelder fließen. Im Übrigen glaube ich, dass die Kulturpolitik hier die Chance ihres Lebens hat, aktuell auch vor dem Hintergrund der Migrationsbewegungen und Flüchtlinge, die wir haben. Wenn Kulturpolitik gefragt ist, dann jetzt. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe einen etwas anderen Approach, würde man sagen, Neudeutsch in den Unternehmen, als wir weißen jetzt. Aber zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch für die äußerst nette und suffisante Anmoderation des Herrn Chefredakteurs, wo man sich doch fragen muss, ob er nicht über seine Funktion als Chefredakteur hinaus auch noch Herausgeber der Satirezeitschrift Titanic ist. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist das ein schöner Rahmen, um jetzt etwas zu sprechen, was uns als Kulturelle angeht, alle, und zwar Geld. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es heute insbesondere ums Geld. Und das erinnert mich und führt mich immer noch zu dem schönen Satz von dem großen Komponisten Jean Sibelius, der ja mal gesagt hat, über Kunst spricht man am besten mit Bankdirektoren, denn Künstler sprechen ja nur über das Geld. Als gelernter Musiker darf ich das vielleicht auch unterstützen, dass da zumindest im Kern was Interessantes dran ist. Aber wenn ich jetzt meine Betrachtung mal, die ich jetzt hier einleitend als Statement anfügen möchte, auf vier Bereiche konzentrieren würde, dann wären das eigentlich folgende vier Fragen, die ich eigentlich in diesem Zusammenhang gerne erörtert hätte. Nämlich Stichwort Kulturfinanzierung 2025. Wer kümmert sich also darum? Wer ist also der, der verantwortlich sein wird? Die zweite Frage ist, welche Kompetenzen haben die Protagonisten in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Politik jetzt global gesehen, um eben diese Aufgabe sicherzustellen? Die dritte Frage ist, welches politische System haben wir, was hierfür notwendig ist? Und die vierte Frage ist, wie früh setzt eigentlich die kulturelle Bildung in der Gesellschaft ein und erzeugt somit eine Nachfrage und damit auch einen Nachfragedruck in der Gesellschaft? Stichpunkt 1, hier die Zukunft der Kulturfinanzierung, das hängt meines Erachtens besonders von der Rolle der handelnden Personen ab. Und deswegen mal eine kurze Zwischenbemerkung zu dem Panel hier, wer eigentlich jetzt hier so sich um diese Sachen kümmert. Hier, wir alle sind im Grunde ja Überzeugungstäter. Also Professor Scheib ist Jurist, aber auch gleichzeitig Pianist. Ja, von Lempich, wir haben sie in Wörl, ist Musikerin und hat auch einen theoretischen Hintergrund. Der Beweisträger hat über Klavierbau promoviert. Herr Schmitz, der jetzt leider abgesagt hat, ist eine eigentliche Heimat, das wissen wir alle, ist nicht die Schwarzkopf-Stiftung, sondern die Oper und das Theater. Und Herr Schulz ist halt Musikwissenschaftler, ich selber komme aus der Ausbildung. Musik, was ich damit sagen will, wir sind insofern Überzeugungstäter, weil es uns um die Sache geht, die wir deswegen auch versuchen mit allen Mitteln zu verteidigen und hochzuhalten. Ein Politiker ist nicht automatisch Politikwissenschaftler, sondern der kommt aus einer anderen, aus anderen Bereichen. Und in der Wirtschaft ist auch nicht jeder Manager Betriebswirt, sondern kommt aus anderen Ecken. Ich will damit sagen, dass gerade in diesem kulturellen Bereich und wenn es um Kulturfinanzierung geht, das Thema, ob jemand Überzeugungstäter ist und von der Sache selbst überzeugt ist, eine herausragende Rolle spielt dafür, ob eben auch Mittel nachher bereitgestellt werden sollen oder nicht. Das bricht sich dann runter auf das politische System. Wir haben nämlich hier zwei, in Deutschland eigentlich zwei politische Systeme, die letztlich auch die Rahmenbedingungen für Kulturfinanzierung herstellen. Das eine ist, ich nenne das mal bayerisches Modell. Dort sitzen Politiker, die vorzugsweise und ausschließlich im Grunde Juristen sind. Ja? Da geht es im Wesentlichen ja darum, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo unter denen Politik und der Kultur und Finanzierung und Kulturpolitik stattfindet. Dann gibt es das andere Modell, ich nenne das jetzt mal Modell Niedersachsen oder Hamburg. Dort sitzen in den Verwaltungen eben nicht nur Juristen, sondern eben auch Geisteswissenschaftler oder auch vielleicht auch mal Künstler, Sozialwissenschaftler. Ich will das gar nicht bewerten. Das eine hat Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall in Hamburg führt es dazu, dass da natürlich etwas mehr inhaltliche Begeisterung da ist, aber auch andererseits versucht wird, dass eine Kulturbehörde eine Philharmonie bauen will. Ja? Das kann dann eben auch mal schwierig ausgehen.
Also, wer sind eigentlich die Typen? So ein bayerischer Jurist hat natürlich nicht unbedingt die Empathie wiederum für die Sache, die vielleicht ein aus dem Hamburger Modell Politiker, der den gestalten möchte, mitbringt. Und diese zwei Systeme gibt es auch in der künstlerischen Ausbildung. Da gibt es Hochschulen, die bilden im Grunde für die Solisten aus und ausschließlich für den engen klassischen Musikmarkt, ja, oder den Kulturmarkt, oder in der bildenden Kunst ist das ähnlich. Ich nenne jetzt mal keine Hochschule. Eine andere, zum Beispiel die Hochschule Karlsruhe, an der ich lehre, da geht man einen anderen Weg. Da versucht man eben auch, die Künstler als auf die Zeit als Selbstständige vorzubereiten, indem man ihnen Managementangebote macht, indem man ihnen versucht, über das Künstlerische hinaus auch noch andere Wege aufzuzählen. Ich will damit sagen, das sind die Leute, die sich nachher um das Thema Geld kümmern. Die Künstler selbst und die Politiker und die Wirtschaftler, die müssen entsprechend ausgebildet sein. Zweite Frage, ich versuche es nicht ganz so lang zu machen. Ja, sonst müsst ihr aber eingreifen bis jetzt. Ich habe ja gesagt, ich lasse es einfach mal so laufen, aber Sie wissen, das ist ja keine Satire, ich bin begabt im Eingreifen. Das ist auch richtig so, deswegen habe ich vorsichtshalber schon mal angekündigt, dass es nicht mehr so lang wird. Ich will nur die beiden letzten Punkte noch nennen. Also, welche Kompetenzen haben eigentlich die Politiker? Also, und im Bereich Wirtschaft und in den Finanzen auch. In der Firma Siemens, die ich jetzt vertrete, ist es zum Beispiel eine wesentliche Frage, ob man ein Budget für Kultur hat als Unternehmen, ja oder nein, wie mit welchen Kompetenzen man ausgestattet ist, um dann kreativ mit den Budgets umzugehen. Ein einfaches Beispiel, wir sponsern sehr intensives Disneyland in Amerika. Wenn man dort mit Wechselkursen entsprechend finanziell gut umgehen kann, hat man am Ende des Tages, wie jetzt in diesem Jahr, 100.000 Euro mehr Budget, weil man halt die Wechselkursschwankungen entsprechend berücksichtigt hat. Wenn dieses Know-how nicht da ist, fehlt enorm viel Geld, was den Kulturprojekten dazugefügt werden kann. Wir haben gestern Basel gehört, auch im Stadtmarketing ist das wichtig. Wer gutes Marketing macht, ist unter Umständen erfolgreich. Beispiel auch mal Städel in Frankfurt, Sie alle kennen den Direktor dort, Max Holland, das ist ja ein Fundraising-Papst. Wer diese Fähigkeiten besitzt, hat natürlich am Ende mehr Geld in der Tasche. Das gleiche gilt für Kulturveranstalter, Beispiel Mönchzebhäuser in Baden-Baden. So, und jetzt in einer Minute noch die beiden letzten Fragen. Welches politische System haben wir? Da möchte ich nur die zwei Schlagworte aufbrachen, Zentralismus und Föderalismus. Das wird entscheidend sein für die Frage, wie die Kulturfinanzen ausgestattet sind. Ich selbst halte sehr viel davon, dass wir in Deutschland den kooperativen Kulturföderalismus haben. Zentralistisch organisierte Staaten wie Frankreich und England haben in bestimmten Zeiten und Krisen deutlich das Problem, dass keine Budgets zur Verfügung stehen. Und die letzte Position und Frage, wie früh setzt eigentlich kulturelle Bildung ein, das ist für mich ganz entscheidend, weil wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Familien gestärkt werden, dass Leseförderung, Theater, Spiel und Education und all solche Sachen da familienpolitisch begleitet werden, weil nur so entsteht auch eine Nachfrage in der Gesellschaft, im Publikum, dass eben auch der Rechtfertigungsdruck so groß ist, dass eben die große kulturelle Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, aufrechterhalten werden kann. Sie hatten ja, glaube ich, nicht ganz unprovokant die Frage gestellt, gibt es einen Kulturmarkt und erwarten vielleicht da auch die eine oder andere Anmerkung dazu. Letztlich, na klar, gibt es einen Kulturmarkt, auch wenn man der Kultur immer gerne eine Sonderrolle zuweist. Was geht es eigentlich auf diesem Kulturmarkt? Es geht um Aufmerksamkeit. Das ist der Wert, der da generiert wird. Und mit den üblichen Gefügen von Angebot und Nachfrage treffen sich auf diesem Markt die Akteure. Dieser Kulturinvest-Kongress beschäftigt sich ja mit der unternehmerischen Kulturförderung. Und na klar haben Unternehmen längst erkannt, dass sie auf diesem Markt mitagieren können, mitbieten und letztlich für sich auch bestimmte Aspekte subtil ihren Marken oder ihren Strategien der CSR hinzufügen können. Und das macht diesen Markt sehr lebendig. Andere Akteure sind die öffentliche Hand, das sind die Kulturanbieter selber. Und wir erleben hier gerade eine ungemeine Veränderung dieses Marktes. Die klassischen Blöcke da, die Wirtschaft da, die öffentliche Hand beginnen sich aufzulösen. Kultureinrichtungen, seien sie öffentlich getragen oder semi-öffentlich, müssen längst unternehmerisch handeln.
Und Unternehmen selbst, es gibt kein großes deutsches Unternehmen mehr, das nicht Kultur auf der Agenda hat. Und letztlich überlegt, wie es sozusagen mit Instrumenten der Kultur, mit deren Kreativität, mit deren Beweglichkeit am Ende für sich selbst, für die eigenen Strategien, aber praktisch für die Mitakteure, für die Mitarbeiter, die Kunden Dinge bewegen kann. Das ist ja sozusagen das große Moment, was alle Akteure hier auf diesem Feld zusammenführt. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass es neben diesem Markt auch geschützte Räume bedarf. Denn nicht alles ist markttauglich und nicht alles ist sozusagen schon zum Zeitpunkt seiner Geburt wettbewerbsfähig oder eben in diesem Rennen um Aufmerksamkeit mit guten Startpositionen. Und hier knüpfe ich bei Ihrem Punkt an, bei dem Thema kulturelle Bildung. Wann muss sie einsetzen? Das ganze Kulturthema, dieser ganze Marktwert Aufmerksamkeit lebt davon, dass sie jemand rezipiert. Und genau an diesem Feld merken wir, glaube ich, alle Brüche und Sprünge und Verwerfungen unserer Gesellschaft. In einem der Panels gestern, der Podiumsdiskussion, die sehr, sehr spannend und anregend war, wurde die Frage thematisiert, warum brauchen eigentlich Opern so fürchterlich viel Geld? Und in der Tat, wenn Sie den deutschen Kulturetat betrachten, das, was die öffentliche Hand ausgibt, etwa 9,2 Milliarden, davon gehen 25% in die Opernhäuser, in die Theater, in die Orchester, also der Löwenanteil, das andere verteilt sich. Wenn Sie heute auf die Jugend schauen, dann ist die Frage, ob die sich überhaupt noch für Oper interessieren. Mein Sohn ist 8 Jahre, das iPad ist sein bester Freund, neben seinen Kumpels, die er sonst so in der Schule hat. Und natürlich gibt es ganz andere Formen der Kultur und ganz andere Märkte der Aufmerksamkeit. Und hier sind wir, glaube ich, in einer Phase der gesellschaftlichen Verhandlung, die unmittelbar auf Ihre zweite Frage Auswirkungen hat. Wie sieht eigentlich die Kulturfinanzierung in 10 Jahren aus? Blicken wir auf unsere eigene Biografie, so 10 Jahre ist irgendwo ein überschaubarer Zeitraum. Schauen wir durch die digitale Brille, 10 Jahre, das sind da Äonen. Keiner von uns kann abschätzen, in welcher Geschwindigkeit sich technische Instrumentarien auch zur Politik oder Kulturgestaltung entwickelt werden. Also ergo, ich bin nicht Cassandra oder Sibylle, kann nicht vorhersagen, wie das in 10 Jahren aussehen wird. Glaube aber, dass Unternehmen natürlich weiter an dieser Ressource Kreativität interessiert sein werden und alles daran setzen, sozusagen dort sich auf diesem Markt weiter zu tummeln. In meinen Augen ist die öffentliche Hand, insbesondere vielleicht auch die Akteure auf Bundes- und auf Landesebene, derzeit die unflexibelsten. Denn nach Budgetschemata, die nun sozusagen über die vergangenen Dekaden trainiert sind, wird verteilt, es wird eigentlich immer der Diskurs vermieden, für welche Werte setze ich mich denn sozusagen als Gesetzgeber auch ein, da wo der politisch meiste Druck oder Gegenwind hinkommt, da wird möglicherweise, stelle ich mal jetzt als steile These in den Raum, am meisten öffentliches Geld vergeben. Hier, glaube ich, wartet auf uns ein Diskussionsprozess, wie der ausgeht, weiß ich nicht. Wir haben hier ein Modell in unserem Land, das sehr stark auf öffentlicher Finanzierung basiert. Gucken wir nach Amerika, ist das da sozusagen opposite. Dort ist die private Initiative gefragt, um Kultur auch in der Grundversorgung sicherzustellen. Beide Modelle gehen, aber man braucht unterschiedliche Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber in der Hand hat. Und ein Aspekt, der bei Ihnen beiden ja auch aufscheint, der wird auch zur Verhandlung stehen. Deutschland hat durch seine Historie bedingt eine Kulturlandschaft von einer Reichheit, die eigentlich unvergleichlich ist. Auch da die Zahlen helfen, das transparent zu machen, ich höre gleich auf. 50% aller Opernhäuser stehen in Deutschland, 30% aller Opernaufführungen, ich rabattiere es nur mal die Oper einfach als Beispiel, weil es da so schön plastisch ist, finden in Deutschland statt. Will man das weiter, dann darf man natürlich auch diesen Austrocknungsprozess, der derzeit läuft, dass die Einrichtungen zwar in ihrer Existenz, in ihrem Bau und ihrem Unterhalt halbwegs gesichert sind, aber letztlich deren Beweglichkeit nicht mehr gegeben ist, weil sozusagen die Etats nicht ausreichend bestückt sind, reizt auch zur Kreativität, siehe Festspielhaus Baden-Baden, CO Galerie Berlin und die Beispiele sind vielfältig. Und hier sind wir bei dem Thema Rahmenbedingungen, ein ganz wichtiges, und hier hat sich
Stefan Frucht, der Kulturkreis und viele andere auch in der Vergangenheit eingebracht, sind wir so ein Thema wie Compliance. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich Gutes für die Gesellschaft tue? Wie kann ich das auch an meine Stakeholder weitergeben? Das sind alles ungeregelte Themen. Da wartet eigentlich ganz viel Arbeit auf Deutschland und ich fürchte, die bisherigen Muster der Gesetzgebung reichen. Und immer weiter. 1, 2, 3, können Sie mich verstehen? Sonst spreche ich auch gerne ohne wie gestern. Nein, ich nehme dieses rein. Mit rein in diese zwei Seiten der Medaille beleuchten der Kulturfinanzierung. Das eine, Kultur im weitesten Sinne, muss sich eigentlich gar nicht verstecken momentan. Wenn man bedenkt, dass die Deutsche Bühnenverein in seiner Statistik 2013, 2014 gerade für die Theater und Orchester eine Besucherzahl von rund 35,5 Millionen aufgerufen hat, eine Steigerung von 2,3% gegenüber dem Vorjahr. Wenn wir in der Summe diejenigen, die überhaupt kulturelle Einrichtungen besuchen, feststellen, dass dieses mehr Menschen sind als Fußballstadien besuchen über das Jahr. Wenn wir hören, was die Deutsche Konzerthauskonferenz sagt über Auslastungszahlen, dann sind das allemal Zahlen, die uns, die wir die Kultur organisieren und machen, in einer Weise eigentlich erfreuen müssten. Auf der anderen Seite der Medaille hat die Relevanz von Kultur, die Diskussion darum, eine Intensität angenommen wie eigentlich nie zuvor. Ob das nun ein gewisser Scheidepunkt war mit dem Buch Der Kulturinfarkt oder ob es schon davor war, aber die Barriere, über Kultur zu diskutieren, ist niedriger denn je. Was sind Mitfaktoren, die darauf einwirken? Sie wissen, dass die Kommunen, also die Städte und die Gemeinden, heute rund 44-45% an der Kulturfinanzierung tragen. Das Land an sich 40-42% und der Rest kommt über den Bund. Das heißt, die Last sozusagen wird getragen von der Gemeinde an sich. Wir wissen auch, dass in den Lastenausgleichsgesetzen der Bund immer mehr auf Länder und auf Kommunen umliegt. Ob das ein aktuelles Thema wie der Flüchtlingskrise ist oder auch in anderen. Das heißt, die Gemeinden können eigentlich nicht mehr tragen, wie es um die Gewerbesteuersituation aussieht, ist nochmal ein weiterer Aspekt. Gestern in meinem Vortrag habe ich kurz noch das Auslaufen des Soli, einen neuen Länderfinanzausgleich für 2020 angesprochen, also Faktoren, die sich so oder so auch auf die Finanzierung von Kultur auswirken werden. Was haben wir neben der öffentlichen Hand, die finanziert, mal egal wie viel oder wie wenig, haben wir eigentlich nur vier Aspekte. Der eine ist das Suchen von Sponsoren, der zweite Teilbereich Werbung, der dritte Teilbereich Spenden, der vierte Teilbereich Spenden. Und vielleicht noch einen fünften Teilbereich, nämlich im PPP-Bereich, wo sozusagen gemeinschaftlich, kooperativ zwischen öffentlichen Geldgebern und privaten bestimmte Projekte finanziert werden. Das ist eigentlich die gedankliche Leitlinie, auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre, wie wir uns überhaupt im Rahmen von Kulturfinanzierung bewegen können. Und da freue ich mich auf unsere folgende Diskussion. Herr Schatz, Sie sind das Letzte. In der Mitte der drei Fragen ist die Frage nach Perspektiven 2025. Perspektiven einerseits auf die erste Frage bezogen der Kultur. Des Marktes, auf die dritte Frage bezogen, der Kulturpolitik. Also gehe ich mal auf die Perspektiven ein. Wir könnten bei diesem Thema Finanzierung ja zunächst einmal eine rein subjektive Fragestellung konkretisieren und sagen, was bewegt den Einzelnen, für etwas Geld auszugeben oder sich in eine Situation hineinzugeben, die wir kulturelle Bildung nennen oder kulturelle Wahrnehmung oder Hören von einer CD oder Hören einem Konzerthaus, Besuch eines Museums. Das wäre die rein subjektive Perspektive. Und ich möchte vorausschicken, um die geht es uns allen. Uns geht es allen darum, dass der einzelne Mensch in seiner Persönlichkeit sich entwickeln kann, entfalten kann, etwas wahrnehmen kann und so weiter. Und da spielt der Markt natürlich eine große Rolle. Ich mache jetzt einen kompletten Quereinstieg. Denken wir mal daran, dass gerade vor wenigen Wochen, Monaten 120 Millionen für 2 Andy Warhols bezahlt worden sind, die in einem von dem Staat NRW getragenen Unternehmen beheimatet waren, nämlich einer Spielbank. Und diese